Servus. Hallo. Wir erklären euch heute den Backflip. Und die Maria hilft mir, um so ein paar Sachen zu zeigen, wie man sich gegenseitig helfen kann. Das heißt, den anderen spotten. So, ich erkläre euch jetzt erstmal ein paar grundlegende Sachen. Okay. Backflip ist halt erstmal das Schwierigste, die Angst zu überwinden. Im Prinzip, wenn man genug Kraft hat, dann ist der gar nicht so schwer zu lernen. Nur oft hapert es eben daran, sich zu überwinden, die Angst zu verlieren. Natürlich ist das schon ein bisschen gefährlich. Deswegen zeigen wir euch dann, wie man sich gegenseitig helfen kann. Und dann ist das auf jeden Fall machbar. So, als ersten Schritt gehe ich erstmal mit euch den Bewegungsablauf durch. Und das Allerwichtigste sind erstmal die Arme. Die geben euch den meisten Schwung. Das heißt, so weit wie möglich von hinten ausholen und dann so schnell wie möglich nach oben reißen. Ja. Und auch wichtig ist, dass man hier einen schnellen Stopp macht. Wenn man, da seht ihr, das zieht mich halt schon hoch in die Luft, ohne dass ich wirklich springen muss, weil ich mit den Armen halt einen starken Stopp mache. Das wird euch auch in der Luft helfen, eben um schneller rumzudrehen. Okay, als ersten Schritt, um den Bewegungsablauf ein bisschen zu üben, können wir das einfach hier mit einer Rückwärtsrolle üben. So, wir setzen uns hier hin. Jetzt tun wir so, als würden wir die Übungsausführung eben in der Luft machen. Das heißt, erstmal die Arme hochziehen und dann rollen wir über uns drüber. Und zwar rollen wir so, indem wir die Knie anziehen und die Hüfte dann drüber schieben. Das ist auch wichtig in der Luft. Oft ist das der Fehler, dass viele einfach nur die Knie anziehen und nicht die Hüfte einrollen. So, die genauen Schritte, die zeige ich euch jetzt hier mit der Maria nochmal. Okay, erster Schritt, wie ihr gesehen habt, nach hinten lehnen und die Arme hochziehen. Und jetzt wichtig, wenn die Knie kommen, dann gehen die Arme auch zu den Knien und die Hüfte muss drüber, ja? Okay, nochmal aufrichten. Ja. So, wie ihr jetzt seht, wenn man die Hüfte hier nicht mit hochrollt, dann kommt man auch auf keinen Fall eben über den Kopf drüber mit einem Purzelbaum dann. Okay, nochmal hoch. Genau. Genau, super. So, dann gibt es noch eine Vorübung, die wir euch jetzt zeigen. Einfach auch, um wieder den Bewegungsablauf erstmal zu lernen. Dazu braucht ihr halt eben auch einen Partner. Für die erste Übung braucht ihr keinen Partner. Der hält euch ungefähr unterm Schulterblatt. Und wenn sie jetzt hochspringt, dann gebe ich ihr so ein bisschen Druck nach vorne, dass sie eben nicht nach hinten kippt. Was sie aber probieren soll, ist hochzuspringen, die Arme richtig hochreißen und dann so schnell wie möglich die Knie anziehen. Und gerade wenn die Knie angezogen werden, dann kippt auch leicht die Schulter nach hinten. Und ich bin dazu da, so hier ein bisschen dann stabil zu halten. Ja, komm schön hoch. Ja, lass schon ein bisschen mehr kippen. Dann. Okay, ein Punkt auch, wenn wir dann Rückwärtssalto wirklich komplett ausführen ist, um nicht zu weit nach hinten zu springen, versuchen wir, unsere Ferse und den Arsch auf einer Linie zu halten. Das heißt, wenn wir in die Knie gehen, dass das ungefähr eine Linie ist. Wenn man hier im Arsch zu weit nach hinten runter geht, dann springt man viel zu weit nach hinten. Bei mir ist das jetzt auch wahrscheinlich, wenn ich noch nicht so warm bin, mach den jetzt einfach mal auf die Schnelle. Ist das auch nicht immer optimal? So, jetzt zeigen wir euch die Hilfestellung. Ich gebe Hilfestellung, ich bin der Spotter und sie macht den Rückwärtssalto. Okay, der wichtigste Punkt für die Person, die die Hilfestellung macht, ist hier am Hosenbund, am Steißbein ungefähr. Und da muss man gucken, dass man eigentlich einfach versucht, die Person nicht durch die Hand durchrutschen zu lassen. Weil das ist genau die Drehachse der Person, die den Rückwärtssalto ausführt.
Und wenn ihr es einfach schafft, die Person da hochzuhalten und nicht euren Arm abknicken zu lassen, kann dem, der den Rückwärtssalto ausführt, eigentlich gar nichts passieren. Das ist das Wichtigste. So. Am Anfang stelle ich mich so hin, dass die Maria jetzt weiß, dass ich da bin. Das heißt, ich berühre sie ja leicht, aber ich lasse ihr hier Platz, um Schwung mit den Armen zu holen. So, der zweite Punkt ist dann hier unter dem Knie ungefähr. Da gehe ich aber erst dran in die Luft und helfe ihr dann ein bisschen rumzudrehen. Da aber nicht zu viel machen, hier am Steißbein, das ist der wichtigste Punkt. Und da müsst ihr einfach auch mit der meisten Kraft helfen, dass nichts passiert. Gucken, damit man mehr Kraft hat beim Spotten, ist es gut, das Bein so nah wie möglich an die Person zu stellen, dass ich hier halt einen guten Hebel habe, falls sie irgendwie verkackt oder was auch immer in der Luft passiert, dass ich hier halt viel halten kann und nichts passiert. Jetzt machen wir einen. So, wie ihr jetzt auch bei der Maria gesehen habt, wie ich ihr geholfen habe, hat sie sich auch nach hinten umfallen lassen. Das heißt, sie hat überdreht. Das solltet ihr auch probieren, wenn ihr einen Spotter habt, dass ihr einfach euch nicht daran gewöhnt, dass ihr das mit Hilfe schafft, sondern mit Hilfe eben mehr machen müsst, dass ihr das eben auch ohne Hilfe dann könnt. Und wenn sie es geschafft hat, knechtet ihr es einfach um. So, das war im Großen und Ganzen dann zur Ausführung, wie der Backflip gemacht wird. So ein paar kleine Punkte, die mir zum Beispiel geholfen haben, wie ich angefangen habe zu lernen. Also ich habe natürlich auch Angst vor gehabt. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, wo man sich wirklich dazu zwingen muss, ist, immer gerade nach vorne zu gucken. Und wenn man einen Backflip ausführt, auf keinen Fall zur Seite gucken. Das ist halt oft so ein Punkt, das macht man, weil man Angst hat. Aber wenn man zur Seite guckt, dann wird man sich auch in der Luft rumdrehen und die Person, die Hilfestellung gibt, kann dann nicht mehr richtig helfen. Das heißt, wirklich hier zwingen, gerade und dann auch, ohne zur Seite zu gucken oder sich rumdrehen zu wollen, einfach nach hinten durchziehen. So, ein technisch gut ausgeführter Backtuck ist recht gerade hochgesprungen, nur am höchsten Punkt, dann nach hinten gezogen, die Beine angezogen und rum. Aber am Anfang könnt ihr auch einfach gucken, dass ihr die Angst überwindet, ruhig ein bisschen nach hinten ziehen, lasst euch vom Spotter helfen. Wenn ihr langsam ein besseres Gefühl habt, dann könnt ihr anfangen, eben an der Technik zu arbeiten. Mir hat es am Anfang geholfen, zum Beispiel mir einen Punkt zu suchen, wenn ich so stehe und gerade gucke, dass ich einen festen Punkt habe und wo ich dann auch wieder hingucke, wenn ich lande. Ein weiterer Punkt noch, der wichtig ist, ist, dass ihr nicht zu viele Rückwärtssaltos hintereinander macht, sondern dass ihr euch immer wieder neu konzentriert und die komplette Kraft benutzt, die ihr habt. So, eine gute Übung, um eben starke Bauchmuskeln zu bekommen und sich gut anziehen zu können, ist hier. Die paar Mal machen. Das mit der Kraft und der Konzentration war am Anfang auch ein Problem bei mir, weil ich einfach ganz viele machen wollte, um das möglichst schnell hinzubekommen. Aber dann habe ich gemerkt, dass das mir nichts bringt und habe angefangen, Pausen dazwischen zu machen, mich auf die Technik zu konzentrieren und auf die Fehler vor allem zu achten und die dann zu verbessern und immer wieder mit neuer Kraft die zu machen. Okay, wie die Maria jetzt auch gerade gesagt hat, wie ich bei vielen Anfängern auch beobachte, ist, dass halt oft einfach nur halbherzig abgesprungen wird. Also das ist wichtig, sich konzentrieren und alles mobilisieren, was ihr habt, und auch mit voller Power abspringen. Wenn man das so ein bisschen vergisst, das geht ganz schnell und dann springt man nicht mehr mit voller Kraft ab. Und das ist wirklich ganz wichtig. Alles rausholen, was ihr habt.